Hallöchen, ich bin der Bärenbruder und heiße euch wieder zu einem neuen Let's Play willkommen. Heute nehme ich mir wieder ein Spiel von Cosmo vor, nämlich Dark Lord Rising. Das Spiel entstand, wie ich letztens schon erwähnt habe, im Rahmen der Boss Challenge. Das Spiel besteht im Prinzip auch nur aus einem Bosskampf, also ein Spiel nach meinem Geschmack, könnte man sagen. Und ja, ich schlage vor, erstmal reden wir nicht lange, sondern starten direkt den Kampf. Möchtest du eine kurze Anleitung lesen? Ja. Also ich kenne Kampf zwar schon, ich war ja selber dabei, als der gute Don F204 die Boss Challenge gestreamt hat. Aber das Spiel selbst zu spielen ist natürlich noch was ganz anderes, als nur zuzusehen, ist ja klar. Ne? Gut, machen wir mal weiter. Also, blaue Flammen saugen dir LP ab und geben sie dem Gegner. Du kannst sie jedoch schlagen, indem du sie mit Enter anklickst, bevor sie dich treffen. Speere, lila Flammen und Feuer senken deine HP. Behalte diese gut im Blick. Auf diese Plattform unten kannst du mit Enter springen. Du kannst auch von Plattform zu Plattform springen. Wenn du auf diese Lichtkugel triffst, löst du einen heiligen Angriff auf den Gegner aus. Drückst du Shift, kannst du das Spiel pausieren. Unbekannter Held. Habe ich dich endlich gefunden, Lord der Finsternis. Diesmal wirst du mir nicht entkommen, also mach dich auf dein Ende gefasst. Lord der Finsternis aufgetaucht. Gut, dann haben wir einen Gegenstand dabei. Heilige Kristallkugel. Eine Kugel aufgeladen mit starker heiliger Magie. Mobiler Bannkreis. Ein mobiler Bannkreis, um Dämonen festzuhalten. Ocarina de Senyu, die magische Flöte von Senyu. Man sagt, sie habe zerstörerische Kräfte. Magischer Trank. Heiliges Wasser, gesegnet vom heiligen Alexos, um versteckte Kräfte freizusetzen. Wir nehmen mal die heilige Kristallkugel. Du weißt, dass dies nur ein China-Imitat ist. Das hat keine Wirkung auf mich. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber das hier, das klappt bestimmt. Ah, er hat meine Schwachstelle gefunden. So ein Schwachsinn wirkt bei mir nicht. Streng dich ruhig an. Aber das wird es jetzt reißen. Das Einzige, was hier passiert, ist, dass du meine Ohren zerstörst mit deinem fehlenden Talent. Ja, danke. Komm, aber das muss doch erstmal klappen. Hier. So macht das keinen Spaß. Komm, wir klären das anders. Ja, natürlich. Ich wette, das hätte ihn jetzt getötet. Jetzt hat er nur Angst bekommen. Und nun finde heraus, wie du mich besiegen kannst. Ha, ha, ha. Auf welch... Ja, ich, glaube, ich muss nicht wirklich sagen, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich das spielen werde. Ihr kennt mich alle. Ja gut, nicht alle, aber die meisten. Also ein paar, also ein, zwei Personen. Die wissen, dass ich es immer so schwer möglich mag. Also für mich kann es nie schwer genug sein. Von daher werde ich selbstverständlich schwer nehmen. So, da war schon der erste. Oh. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Ich habe nämlich Enter gedrückt. Und es ist nichts passiert. Das war ein bisschen komisch. Ja, jetzt hat es geklappt. Aber vorher gar nicht. Und ich habe wirklich Enter gedrückt. Das, Verstehe ich nicht.
Das war nicht gut. Das auch nicht. Und das erst recht nicht. Also irgendwie verstehe ich nicht. Das mit der blauen Flamme verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ich habe ganze Zeit Enter gedrückt, aber es passiert irgendwie nichts. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ein bisschen seltsam. Aha, da war wieder was. Ja gut, das war jetzt mein Fehler. Schade. Ja, das ist ein bisschen komisch mit der Blauflamme, muss ich sagen. Dass sie manchmal trifft, manchmal nicht. Ich habe so das dumpfe Gefühl, das wird nichts. Tja. Aber ich bin ja der Bärenbruder. Und Bären geben einfach nicht so leicht auf. Ja, ganz toll. Ach Mann. Ich bin gerade sehr unkonzentriert. Sehr schön ein Treffer. Ach komm. Den Schaden habe ich erstmal in Kauf genommen. Gut. Sehr schön. Die blaue Flamme macht mir tatsächlich am meisten Angst. Da. Ja. Ach Mensch. Ah, das ist nicht gut. Oh Gott. Das ist wahrscheinlich der Vorführeffekt. Ich wette, wenn ich das jetzt nicht let's playen würde, dann würde das viel geschmeidiger hier alles laufen. Ach Gott, das wird doch nichts. Ja, ja, lach mich ruhig aus. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Okay, ich versuche jetzt für die neue Runde so wenig wie möglich zu reden, damit ich mich mal wirklich gut konzentrieren kann. Einmal kurz tief durchatmen und los geht's. Sehr schön. Oh, der war ein bisschen schnell weg. Das war ein bisschen unfair. Ja, komm.
Könnte eine enge Kiste werden. Okay, das war ein bisschen komisch gerade mit der Flamme. Das war knapp. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Wenn manche Flammen reinrennen muss. Sehr schön, sehr schön. Ah, ich finde manchmal sind die tatsächlich ein bisschen zu schnell weg, diese glänzenden Dinger. Ah, nein, das war da nicht. Ja, also wenn man einmal in eine blaue Flamme reinläuft, dann das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann hier. Wenn das nicht passiert, dann ist das eigentlich gar nicht so schlimm hier. Boah. Teilweise ist es tatsächlich ein bisschen unfair. Boah, warum bugelt das denn so? Dammit. Neues. Thank you.
Yes, Baby. Nein, das kann nicht sein. Ich, besiegt von einem einfachen Sterblichen. Du musst der Auserwählte sein. Bitte, nimm ihn an, dein Preis. Aber eins kann ich dir noch sagen. Thank you, but your princess is in another castle. Dafür erhältst du aber den goldenen Kritzelfisch. Nun hast du im Leben alles erreicht und kannst dich zurückziehen. Im Wissen, dass du nie etwas annähernd Großartiges jemals wieder leisten oder gewinnen wirst. Ja, also wer den goldenen Kritzelfisch hat, der hat, glaube ich, alles im Leben erreicht, was es zu erreichen gibt. Ja, und das war es tatsächlich auch schon. Ich tut mir leid, dass ich vorhin während des Kampfes nicht geredet habe, aber ich glaube, sonst wäre das nichts geworden. Ich musste einfach hochkonzentriert dabei sein. Nein, auf keinen Fall. Also nicht, weil das Video so schlecht ist, sondern naja, ich will es mir nicht nochmal antun. So, den Kampf. Gut, aber wie gesagt, der Kampf an sich top umgesetzt, also super Idee, super umgesetzt. Alles andere als ein 0815 Kampf. Allerdings war da mal die eine oder andere Stelle, wo die blaue Flamme irgendwie nicht reagiert hat, obwohl ich Enter gedrückt habe. Das war tatsächlich ein bisschen komisch. Also manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht. Gut, meistens hat es zum Glück funktioniert, aber hin und wieder mal eben nicht. Das war, naja, ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt auch hier ein Programmierfehler war oder doch ein Bug, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Aber, wie gesagt, für so ein kleines Mini-Boss-Game absolut empfehlenswert. Könnt ihr auch gerne selber ausprobieren. Achso, Cosmo, der Kampf, der war für mich natürlich viel zu leicht. Das, das wäre geradezu lächerlich. Ja, also demnächst wünsche ich mir einen viel härteren Bosskampf. Damit ich auch mal zumindest ansatzweise eine Herausforderung habe, ja. Nein, Quatsch, das passt schon. Naja, der ein oder andere weiß ja, dass ich es besonders schwer mag, aber ich sag mal, der war eigentlich im Prinzip genau richtig, der Kampf von der Schwierigkeit. Auch schwer. Und ja, könnte natürlich gerne selber ausprobieren, den Kampf. Das ist wirklich ein schönes Minispiel, ein schöner Bosskampf. Kann man also mal machen. Gut, dann bin ich tatsächlich auch schon durch mit diesem Let's Play. War ja wirklich nur ein kleines Minigame. Als nächstes stehen dann gleich drei Projekte an. Das wären einmal Dampftraum von Jitsu, Im Schatten des Lichts von Siberian Griever und das Erwachen von Viltrantaloran. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also ich werde diese Spiele dann quasi immer parallel jetzt playen. Das heißt, ich werde mal ein Video von Dampfturm hochladen, dann wieder eins von Im Schatten des Lichts, dann eins von Das Erwachen, und das geht dann immer so weiter. Und sobald eines dieser drei Spiele beendet ist, dann starte ich quasi das nächste Let's Play. Also starte ich quasi ein neues Let's Play. Also immer so, dass ich dann quasi drei Spiele parallel spiele. Gut. Soviel zu der Information. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei wahrscheinlich Dampfturm wieder. Also bis dahin, macht's gut.